Hallihallo Leute, hier ist euer Gutko und willkommen zu meinem neuen Nebenprojekt und es heißt Let's Play Super Kaiser World. Und ich habe auch einen ganz bestimmten Gast dabei und es ist der... Billy Rubin LP of Doom Asbestknast Style. Yay, nämlich ist der Billy Rubin, wie ihr es euch denken könnt, auch ein Let's Player, ein sehr toller, deshalb habe ich ihn mir gedacht, ich lade ihn hier mal ein. Und da er auch probiert hat, Kaiser durchzuspielen und daran, ich sag mal, gescheitert ist und verzweifelt und es dann abgeschworen hat, dachte ich mir, da muss er dabei sein als Gastkommentator. Dann fangen wir mal an. Da kommt ja gleich diese... Also wenn Anselm jetzt sagt, sehr guter Let's Player, dann müsst ihr euch das darunter vorstellen, dass er mit sehr guter Let's Player unterhaltsam meint und nicht, dass er irgendwie zocken kann. Ne. Na, wenn du meinst, also ich finde, du hast schon Skills und so bei den Spielen, die dir auch gefallen, aber naja. Wir fangen gleich mal an mit dem ersten Level. Und sie wird gleich Hitler mal Bullets auf uns feuern. So, klappt aber einwandfrei. Okay, das war schneller als erwartet. Also du wirst auf jeden Fall in diesem Part das erste Level schaffen, bin ich mir sicher. Also mehr als... ich habe ja 3 oder 4 Parts dafür gebraucht. Ah, verdammt, das war jetzt abgelenkt. Jetzt aber... 2, 3, 4... 3... Das ist meistens arschknapp, du fällst vor Sau in die Schlucht, weil du musst voll an die Kante rennen. Ja, das war total falsch von mir gleich am Anfang, deshalb erstmal zurückspulen. Du musst sau in die Kante rennen. Du musst so am Eck von der Kante und du musst so die Bullet Bills direkt an deinem Arsch kleben haben, sonst klappt das nicht. Ja. So ungefähr. Ah, verdammt. Das wär's gewesen. Ja, schon. Ah. Also, natürlich gleich mal Vorführeffekt hier, denn offscreen habe ich das jetzt aber gleich geschafft. Das ist es. Das ist es, habe ich gesagt. Ah, verdammt, das war doch gut. Ah. Das hättest du geschafft. Das klappt noch. Oh ja. Das? Pass auf, dass du nicht... Genau das. Du müsst wissen, Billy ist Gott in dem Spiel, also er weiß genau, was passieren wird. Bis zu dem Lava-Scrolling-Level weiß ich, was passiert. Ab dem Lava-Scrolling-Level, ab der zweiten Hälfte, weiß ich nicht mehr, was passiert. So, dann verstehe ich dich nicht böse gemeint, warum du hier Probleme hattest, denn schau, Moment. Ja, ich kam nie hoch genug oder was, keine Ahnung, ich hab's immer abgefuckt. Und den Minispin-Jump krieg ich sowieso fast nie hin. Ja, das ist mit der Tastatur ein bisschen schwer, da muss ich kurz tricksen, so. Ja, weißt du, das Problem war, als ich noch allein Kaiser aufgenommen habe, wusste ich gar nicht, dass sowas wie Minispin-Jump existiert. Okay. Und daher bin ich so geraged. Ja gut, ich wusste es, ich habe jetzt durch mein erstes Projekt durch Zufall eigentlich herausgefunden. Weil da, ich hatte auch ein Kaiser Mario, dass sich irgendwie super elten wird. Und dann musste man das an einer Stelle machen. Nicht um wie hier eine Bobbomb zu besiegen, sondern um überhaupt weiterzukommen, wegen diesen Munchers wie hier und sowas. Ah, okay. Also war eigentlich totaler Zufall, dass ich den dann irgendwie auch noch geschafft habe. Einfach rumprobiert und irgendwie geschafft. So. Okay, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich war damals nicht so der übelste Mario-Kranke. So, und jetzt muss ich... Freak-Zocker da, ey. Schnell... Ah, das war nicht gut. Da muss man nämlich schnell durch. Solange du unbesiegbar bist, einfach durchrushen wie Sau. Ja gut, ah, das war dumm, der bist so du. Den zweiten Chuck könntest du auch noch schaffen, wenn du schnell genug bist. Den schaffe ich auch. Ah. Moment. Sonst schaffe ich den auch immer. Hey! Chuck, komm schon! Sei nicht so vertagt heute. Ah. Hast du Besuch von der roten Welle hier? Ah, geht doch. So. Dann müssen wir kurz einen Moment warten auf die Piranha-Pflanze. Und der Billy Rubin singt so lange ein Lobeslied für Hitler. Hitler war ein guter Mann, ein guter Mann. Hitler war ein guter Mann. La 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 la. Arr! Yay! Applaus! Woo! Billy! Du hast es drauf, wir lieben dich, wir möchten. Hallo? Ah, die einfachste Stelle wollte jetzt gerade nicht klappen. So, das ist die einfachste Stelle. Ja, also. Was später kommt, ist noch eigentlich viel grausamer. Oh, das war. Wie weit hast du es schon? Also wie weit kennst du das Spiel schon? Komplett. Also okay. Nicht blind, ich habe alles geschafft, auch die Special Levels. Aber es gibt ein Level, das mir den Arsch penetrieren wird. Und zwar ist das Level vor Bowser's Castle.
okay. Ja, das wirst du dann noch miterleben. Denn Billy Rip wird beim kompletten Projekt dabei sein. Weil ich ihn liebe, weil ich Kinder von ihm haben will. Er war letztens in Stuttgart, das hättest du ausnutzen können. Ja, ich weiß, ich bin echt so deprimiert gewesen, dass es nicht geklappt hat, weil ich an dem Tag anderweitig beschäftigt war, leider. Na, du wirst ja sehen, wo ich mich rumgetrieben habe. Das werde ich dann sehen. Ich habe ja Spax TV in Stuttgart gedreht. Yeah, ach komm schon jetzt. Sau gut, ey. Da bin ich schon gespannt drauf, wenn das kommt. Das ist manche Sachen sind so richtig dreist, fast schon. Aber egal. So, und das erste Level wäre geschafft. Hey. Yay. Also im Gegensatz zu dir habe ich 5 Stunden statt 5 Minuten gebraucht. Ja gut, aber hallo, ich meine, das war gleich dein allererster Mario-Hack, den du gespielt hast. Muss man ja dazu sagen. Naja, also diese Art, mein allererstes Let's Play-Projekt, das ich je gemacht habe. Genau. War ja ein Mario-Hack, das war dieses Panic in Mushroom Kingdom. Ach stimmt. Ja gut, aber es ist ja kein Kaizo-Mario, glaube ich, oder? Nee, überhaupt nicht. Eben, aber und dann gleich Kaizo. Ich wollte halt mal was Hammerhartes zocken. Und dann gleich mit einem Kaizo-Mario beginnen als nächstes ist schon eine. Also, das nimmt dir keiner übel. Sonst gibt's Ärger mit Gutko. Sonst kommt Gutko und macht euch Pfannkuchen ins Gesicht. Naja, wie gesagt, habe ich jetzt einen Kompromiss getroffen mit Of the Kings, weil das, denke ich, ist auch. Wird mich auch in den Wahnsinn treiben, aber nicht so sehr, dass ich es überhaupt nicht hinkriege. Gut, das ist jetzt eine Kackstelle hier. Da haben die Juden früher über Hitler gelacht, weil jetzt muss ich hier mich beeilen. Oh, das ist so schlimm. Komm, mach ich mit dir was, Friedi. Lässt euch mit Hitler zu. Normalerweise bin ich überhaupt nicht so. Aber. Also, du musst es nicht wegen mir machen. Also, ich mache es nicht. Es ist kein Muss, es ist irgendwie krank. Nein, Quatsch. Leute, ihr wisst ja normalerweise. Hey. Auf die Stelle kann ich mich noch zu gut erinnern. Haha, wirst du Spaß haben. Ah, nein, sag bloß, ich hab's verschissen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Nein. Oh, scheiße. Okay, kann ich so weit zurückspulen? Oh, oh. Okay, Moment, ich hab eine Idee. Ich setze hier ein Zeichen. Du lässt dich sterben. Ich probier's nochmal. Vielleicht kann ich das irgendwie. Ja, doch, das klappt noch. Wenn du arschschnell bist und die absolute Ideallinie nimmst, dann schaffst du das. Das schaffe ich, hab's gerade gemerkt. Das ist noch zu schaffen. Ah, Moment. Und du den richtigen. Jawohl! Oi. Ich sag doch, das hat noch geklappt. So, der Rest ist ja Kinderkacke, meiner Meinung nach. Ja. Also, kurz den Banzai-Bill hier. Hey, den Banzai-Bill hier zeigen, wer der Chef ist. Und geschafft. Weißt du, bei mir war es nur so, ich dachte mir auch, boah, Kinderkacke, vorrein und erstmal Banzai-Bill voll in die Fresse und okay. Aber nicht für Safe-Stated, oder? Nee. So, jetzt kommt aber das nächste Level, das schon ziemlich aufregen kann. Das kennt ihr wie die auch noch. Safe. Wo kommen wir denn hin, ey? Bitte? Ich und versaven. Na, ja, wie geht denn das? Das kennst du gar nicht. Nee. So, und zwar das Level mit den Delfinen. Ja, gell, Billy? Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Mir ist aufgefallen, ich habe mir mein Kaizo-LP nochmal selber angeguckt. Ich glaube, im ersten Level bin ich am meisten abgeraged. Ja, vor allem, weil da gleich der kleine Spin-Jump verlangt wird. Der kommt der später überhaupt nochmal vor? Ich glaube eher nicht. Das ist sehr nett von dem. Vielleicht im Special-Level nochmal einmal, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Also. Ja? Und natürlich das Lava-Level bin ich voll abgegangen. Boah, das ist aber auch. Also da habe ich auch kurz mich anstrengen müssen. Ich war gar nicht bei der übelsten Hitler-Stelle, die kommt erst noch. Ach, warst du nicht da ganz am Ende? Nee, die wo so extrem upscrollt dann am Schluss, da war ich ja noch gar nicht. Oh. Ich kam ja nur bis zur Pflanze und dann habe ich es irgendwann gelassen, weil ich mir gedacht habe, fickt euch. Gebe ich mir nicht mehr. Ne. Ja, dann hast du ja RIP. Wie hast du es genannt? Nicht Rest in Piss, sondern Röchler in deiner eigenen Pisse oder so. So, bis hierhin aber kein Problem in diesem Level. Das Schlimmste kommt erst noch. Das richtig Schlimme. Und zwar dann, wo dieser besoffene Sensenmann auftauchen wird.
Oh, der ist ja sehr nett, ey. Den mag ich gern, ey. Den hab ich so richtig lieb, ey. Oh ja, den haben wir alle so lieb. Aber bis hierhin, wie gesagt, kein Problem. Hey! Außer Mario will jetzt natürlich rumpussen. Hallo? Also geh doch. Und durchrennen und geschafft. Und ich bin groß. Und diese Stelle cheaten wir kurz, weil ich groß bin. Du hast nur sie treffen und rennen einfach durch. Sehr gut. Ich glaube, es war der Andi das. Oder bei der Stelle habe ich das so gemacht. Bei irgendeiner Stelle davon. So machen das alle, glaube ich. Jetzt kommt etwas, was ich auf der Tastatur aber nicht so gut beherrsche, was man mit dem Gamepad besser beherrschen kann, und zwar dieses Jonglieren auf der Kreissäge. Da hat Andi auch gemeint, das soll auf dem Gamepad eigentlich einfacher sein, aber schon geschafft. Ja, und okay. Und jetzt kommt er. Ich würde es trotzdem, wenn ich du in meiner Erwägung ziehen, vielleicht mir mein Gamepad zu besorgen, weil manche Spiele gehen damit echt um einiges besser. Vor allem habe ich gemerkt, das Level hier ist ein bisschen verbuggt. Man sieht 5 Delfine, aber es sind 6. Siehst du, der andere ist unsichtbar geworden gerade eben. Ah, und Sprite-Lag nehme ich mal an oder so. Ja, genau, und dann sieht man ihn nicht und man kann manchmal auf etwas Unsichtbaren dann rumreiten, ne? Sozusagen. Das ist doch geil. Oh, hallo? Du kannst auch auf dem Typ da Spin-Jumpen. Ja, aber wie gesagt, der unsichtbare Delfin hat mich gerade gestört. Das war der mich gerade die ganze Zeit aufgehalten hat. Oh. Du könntest theoretisch, wenn du gut wärst, die ganze Zeit auf dem Tippspin jumpen bis zur Röhre und dann runter, aber... Oder einfach... Ah, der Unsichtbare, ich sag's doch. Der ist der, wo mich jetzt stressen will hier. Aber so klappt's auch. Absichtlich so einen Bug rein, damit's einen Unsichtbaren gibt, dass du dir voll ein Upgrade. Genau, aber das Level ist auch geschafft. Juhu! Okay. 3 Level schon in einem Part. Schaffen wir das bitte auch noch, Billy? Ja, ich trau's dir zu. Ja, ich meine, wie sind deine Nerven? Bist du noch dabei oder bist du schon am Durchdrehen? Ja, also ich bin nicht am Durchdrehen. Ich meine, du zockst ja. Oh, das ist doch noch das Scrolling-Level. Aha. Also wenn du das Level schaffst, bist du jetzt schon im ersten Part weiter als ich in meinem kompletten Projekt. Okay. Naja, aber das mache ich ja jetzt nicht, um dich zu erniedrigen oder sowas. Ich meine, wir sind Best Friends Forever. Wir haben wie SpongeBob und Patrick diese Ringe. Na, das ist schon klar, aber... Ich find's nur so erschreckend, dass du dich hier sau einen durchzockst, ne? Und ich hab da hier hinzukommen, erstmal irgendwie, was weiß ich, ich habe über 10 Parts davon gezockt. Ja, aber... Wie viel ist? Also, es soll jetzt keine Angeberei sein, aber ich habe mich selber gewundert, wo der Andreas ja zum Spaß meinte, komm, Anselm, du bist jetzt auch Kaiser Mario, dachte ich mir nur, der will mich verarschen oder so. Hab das gespielt und war irgendwie gar nicht so ein großes Problem. Und da dachte ich auch, wow, ich bin besser, als ich selber gedacht hatte. Ja... Ich meine, ich bin für einen Let's Player sowieso ungeeignet, weil ich eigentlich gar nicht zocken Ach, kann. Quatsch, bist du nicht. Also deine Unterhaltungsdarbietung, ihr müsst mal auf seinen Kanal gehen, ich stelle ihn hier in die Beschreibung rein. Was der bringt, der Junge, der nimmt sich selber auf und so, das ist einfach göttlich, einfach genial. Also Unterhaltung pur. Und du bist der Einzige, den ich kenne, der das macht. Und bei dem ist auch da ja, auch gut rüberkommt. Es gibt ein paar, die das für ein paar Projekte machen, aber ich komme da halt, ich weiß nicht, ich kann besser kommentieren, wenn ich meine Fresse mit aufzeichne, weil ich viel zu viel mit meinem Gesicht arbeite und das geht sonst verloren. Und das wäre schade. Oh ja. Da bin ich vielleicht so... Oh nee, das hat geklappt. Also die Stelle ist ein bisschen Nazi, ja. Aber geschafft. Oh hey, ich bring mich nicht wieder zurück. Und friss Yoshi, du fettes Krokodilmülleimer-Ding. Oh lololol. Yoshi ist ja nur da zum Fressen und zum Sterben. Ach. Okay, jetzt. Friss oder stirb. Häng ich kurz einen Moment. Oh. Okay, gut. So, schafft und rüber. So ganz. Jawohl. Yay. Billy Awesomes Power kommt auf mich rüber. Ich spüre es, wie es durch meine Eier kribbelt. Nein. Nein, das ist nur der Asbest aus deinem Haus. Was? Der Asbest? Aus deinem Haus. Ach so. Der da so in deine Atemwege strahlt und dadurch kannst du Kaiser zocken. Und Yoshi wird erwachsen. Und sagt Toyota. Genau. Seht ihr, Billy hat drittes Semester Japanisch. Er weiß ganz genau, was da drin steht. Und ich kann es noch nicht übersetzen. Ja, Hauptsache du weißt, was da... Hey, da steht wahrscheinlich drin, du bist ein minderwertiges Stück Scheiße und wirst es nie schaffen, dieses Level zu zocken. Nee. Ich bin Gott. Und du wirst ewig in deinen eigenen Fäkalien krepieren. Genau. Denn so höflich sind die Japaner ja immer. Ja. Oh, das war
gerade nicht aufgepasst kurz. So, aber jetzt habe ich mich wieder gefangen und... Oh! Ach so, das hatte ich ja noch irgendwie... Naja. Was? Was hat mich da getroffen? Hä? Was trifft mich da? Siehst du das? Dann mache ich das anders. Und zwar gleich runter und gleich rüber. So. Und geschafft die Stelle. Perfekt. So, jetzt kommt aber demnächst die asozialste Stelle und Yoshi wird in die Lava geschmissen. Yay! Yoshi ist tot. Wir sind glücklich. Halt! Da möchte ich nicht groß werden. Nein, möchtest du nicht. Gut. Oh, und jetzt viel Spaß. Viel Spaß. So, dafür setze ich ein Doppelset zur Sicherheit. Denn da ist, geht die Sicherheit hervor. Denn nun kommt die asozialste Stelle über... Oh, da habe ich vielleicht schon verkackt. Coinblock. Also du musst da quasi fast schon permanent am Bildrand sein, um das zu schaffen. Genau. Das ist das Problem an dieser Scrolling-Geschichte. Allgemein hasse ich ja Scrolling-Levels auf den Tod. Mir ist aufgefallen, so im Nachhinein, ich habe in dem Moment gar nicht darauf geachtet, aber bei dem Orb of the Kings, wo ich so extrem ausgerastet bin. Ja? War auch ein Scrolling-Level. Weiß ich, Scrolling-Levels sind einfach mein absoluter Tod. Aber ich finde Scrolling-Level auch zum Kotzen, weil ich finde, da ist, ich mag die einfach nicht. Die scrollen viel zu, also in den normalen Hacks scrollen die viel zu langsam und da schläft man beinahe ein beim Zocken dann. Nee, ich finde einfach, dieses Scrollen beeinflusst sich im Unterbewusstsein so extrem, weil du permanent unter Zeitdruck gestellt wirst, dass du permanent angespannt bist und immer kurz vorm Auszicken bist. Das ist bei mir so. Ja, ich sehe immer so, wie die Screen sich bewegt, denke mir, scheiße, ich muss hier durch. Genau. Wenn ich das schaffe, das ist so kacke, ey. Ja, und das bringt dich aus deinem ganzen Konzept raus, weil ich bin ja zum Beispiel ein Spiel, die Mario-Spiele eigentlich schnell oder hastig, besser gesagt, also will da durchrushen, unbewusst sozusagen, und das Scrolling-Level hält eben von einem ab. Oh, das hätte geklappt, ich hätte Spin-Jumpen müssen, verdammt. War schon ein bisschen Knast. Ah, das war zu früh. Ach komm schon. Ich wundere es aber echt, dass ich bei Orb of the Kings so ausgerastet bin und nicht bei Kaizo. Also bei Kaizo hätte ich einen besseren Grund dafür gehabt. Eigentlich schon. So, nein, warum fliegt denn die Lava? Was war denn das? Also da ist so... Waren das solche Feuerbälle oder was? Ah, jetzt! Okay, das klappt. Schnell. Oh! Also oh, das war vielleicht... So wie ich das verstanden habe, ich glaube, du musst hier jetzt einfach nur noch... Ab einem gewissen Grad musst du hier einfach nur noch springen und dich gar nicht mehr bewegen oder sowas. Ja, du kannst dich gar nicht bewegen. Das Bild läuft schon schneller, als Mario überhaupt laufen kann. Das ist so Nazi, ne? Ja. Wobei ich mir diese Stelle leichter vorstelle, als diese Schlingpflanzenstelle da. Genau, das ist eigentlich auch... Oh, das war voll in die Fresse des Koopas reinpenetriert. Also hätte ich diese scheiß Schlingpflanzen geschafft, ne? Genau, dann hättest du eigentlich das ganze Level schon beinahe geschafft. Ja, Andi hat auch gemeint, der hat ja meine Skills gekannt. Der kennt ja meine Skills so einigermaßen. Er hat gemeint, nach dem Lava-Level wäre ich auf jeden Fall noch weitergekommen. Das denke ich eigentlich auch. Oh, das geht doch... Hallo, warum penetriert mich jetzt dieser Coin? Ah, jetzt. Ich muss genau, wenn ich lade, hochspringen und... Okay, es klappt alles. Jawohl. Beim Zuschauen bin ich schlecht, ey. So, jetzt. Oh, und ich hab es geschafft. Was wäre denn passiert, wenn du noch weiter wärst? Da geht so nach der Radarbrett rein, ist noch weiter. Ja, da kamen gerade die Swamps runtergeregnet.